Ey, Digga. Hm? Oh, gestorben, Alter. Alter, jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich frag mich, was gerade momentan los ist. Wieso, was denn los? Ja, auf YouTube ist momentan wirklich so ein Gerücht am Rumgehen. Was heißt Gerücht, Alter? Es ist ja auch die Wahrheit. Ja, ich habe so ein Video gefunden, Alter. Ja, ich frag mich auch, wie das überhaupt irgendwo zustande gekommen ist. Wir haben doch einfach gesagt, dass wir es für uns behalten. Ja, das weiß doch aber kein anderer. Das wissen wir nur wir. Digga, guck mal, ich weiß ganz genau, guck mal, gerade wo ich dich darauf anspreche, weißt du es natürlich direkt gezielt, Alter, Digga, was soll die Scheiße? Wem hast du es erzählt? Ich hab das nie, was laberst du überhaupt? Alter, mal ohne Spaß, jetzt, das sollte niemals publik werden, dass wir Halbbrüder sind. Das nervt mich übertrieben, Alter. Jetzt werden ja, das weiß doch auch keiner. Du bist der Bruder von Danny Burnage, Alter, nein, Alter. Wir sind keine Brüder, wir sind nur Halbbrüder und das weiß keiner, okay? Nein, nein, Alter, jetzt mal ohne Spaß, ich hab einfach geguckt auf YouTube, mich schreibt einer an, ey, Giorgio, stimmt das, dass ihr Brüder seid und so, und ich denk mir nur so, ja, what ich hab's niemals erzählt, ich hab's niemals erzählt. Digga, verarsch mich doch nicht! Digga. Irgendwie muss das doch rausgekommen sein. Laber mich nicht voll, Alter. Ich will gleich das Video sehen einfach, okay? Was möchtest du? Ich will gleich das Video sehen einfach, okay? Laber keine Scheiße. Ich hab nichts erzählt. Draußen, dann klären wir das jetzt endlich, weil mich nervt es. Ja, dann machen wir es mal wegen publik. Nein, Digga, ich will es nicht, dass es publik ist. Wie, du willst nicht, dass es publik ist? Ja, Digga, ich will das nicht. Ist doch vollkommen egal, dann wissen die es halt. Nein, Alter, ohne Spaß. Möchtest du das wirklich? Wir können darüber ein Video machen, wenn du willst. Nee. Nein, Alter, die sollen niemals die Wahrheit über uns erfahren. Jetzt mal ohne Spaß. Was für Vorteile hätten wir denn dadurch, wenn die Leute auf einmal wissen, dass wir Halbbrüder sind? Ich weiß nicht, dann wäre das vielleicht ein bisschen spektakulärer oder sowas. Also, guck mal, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn das rauskommen sollte, dann hieß es doch nur, du hast den Giorgio nur gepusht, weil es dein Halbbruder ist. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr euch so ähnlich seid. Ihr seid einfach nur Halbbrüder und so weiter und so fort. Das würde dann übertrieben so rüberkommen, als ob wir gebastelt sind und als ob wir nur Scheiße gemacht haben, als ob wir irgendein abgekappertes Spiel hier irgendwie rüberziehen würden. Das können wir nicht bringen. Du hast recht, Alter. Weißt du, was wir einfach machen? Wir ignorieren das Video. Und dann? Kennst du überhaupt diesen Typen aus dem Video? Vielleicht kennt er dich im Real Life oder so, oder weißt du das viel? Nein, ich kenne ihn gar nicht, das ist irgendwo, weiß ich nicht, irgendein Mongo. Okay. Ja, wir haben auch in unseren letzten Videos gesagt, dass du in Köln wohnst, in Hannover, ne? Ja. Dabei wohnst du genau neben mir. Lass mal morgen wieder abhängen. Ja, Digga, ist schon klar, Digga, wir wohnen ja auch beieinander, aber wir müssen auf jeden Fall gucken, Digga, das werden die nie erfahren, Digga, mach dir keinen Stress, Alter. Du bist echt behindert. Ja, gut. Einer, auf den das wird niemand erfahren, dass wir Halbbrüder sind. Ohne Spaß, ich mach mal einfach mit Sorgen, glaube ich. Du bist so behindert. Nee, Digga, ist Stress, ohne Digga. Spaß. Als ob irgendeiner den auch so einem glaubt, das war, glaube ich nicht. Nee. Weil, wie gesagt, wer sollte echt darauf kommen? Ich meine, wir sehen unterschiedlich aus. Gut, bei Halbbrüdern ist es halt so, aber jetzt mal ohne Spaß, nur weil wir uns ein bisschen ähneln von der Art her, kommt das doch gar nicht so, wie soll ich sagen, ja. Digga, das wird niemand erfahren. Digga, die glauben uns das jetzt, dass wir nur Freunde sind. Und das soll auch weiter so gehen, sonst würden wir gebastelt werden. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Genau, das ist ja das Ding, Alter. Stell dir vor, dass jetzt würden uns gerade Leute zuhören. Alter. Es war ohne Spaß. Wer wäre denn so dumm? Digga, wer, ja, frage ich mich auch gerade. Zum Glück nicht wir. Oh! Ich zock gerade Battlefield, was machst du? Ich hab ein neues Video hochgeladen. Ich weiß ja, du weißt ja dieses Prinzip hier. Ja, genau. Ja, da wollte ich auch drüber reden mit dir, aber das sollten die Abonnenten jetzt auch nicht erfahren, Alter. Ja, natürlich, klar. Und zwar, dass die Abonnenten uns versuchen zu Bitches zu machen. Ja, natürlich. Ja, da wollte, willst du was, du hast du nicht mal ein Video drüber gemacht, Alter? Ja, genau, das ist gerade eben rausgekommen und ich meine, du kannst es dir auch später gerne angucken. Ja, mach ich. Du hast ja schon reingehört und so und wie ich gerade auch sehe, kommt es super bei den Leuten an. Finde ich gut, dass die Leute auf jeden Fall es checken, dass es Menschen gibt, die dafür sorgen, sich zu verändern, weil sie denken, die haben die Mega-Macht dazu. Weißt du, das kann ich überhaupt nicht leiden. Wie zum Beispiel jetzt, wir sind ja keine Huren auf YouTube. Guck mal, so viele haben ein schlechtes Gewissen, wenn die irgendein Video hochladen, weil die sich einfach zu viel Kopf machen. Was sagen die Abonnenten dazu? Ja. Aber dann bleiben die doch, ja, wie soll ich sagen, dann bleiben die Leute doch nicht mehr echt. Man muss doch das bringen, worauf man Lust hat, oder nicht? Ja, stimmt. Wir sind doch keine Huren, die dafür bezahlt werden, irgendwelche. Ja, das habe ich auch im Livestream gemerkt, Alter. Du auch, ne? Ja, du, ja, klar. Ich bring Minecraft. Danny bring unbedingt Call of Duty. Ich bring Call of Duty. Danny bring Minecraft, so, ne? Ja, genau. Ja, aber Digga, weißt du was? Ist ja nicht so schlimm. Wir werden das einfach unter uns behalten. Das ist das Beste, was wir machen können, denke ich. Ja, ich meine, ich habe das auf meinem Kanal publik gemacht. Auf deinem ja, Kanal. Ja, ja, auf meinem Kanal muss es jetzt nicht sein. Ich scheiß drauf. Nein, definitiv. Nee. Wie weit bist du denn bei Black Ops, sag ich schon? Battlefield? Wie weit ich bin? Ja, weißt du das? Was für ein Score hast du so? Ich hab gerade.
2 zu 2, zum Glück lade ich das nicht hoch, ey. Das war ziemlich peinlich, ey. Das ist ja übertrieben peinlich, so, Alter. Damit auch noch auffallen, dass du eigentlich ein schlechter Spieler bist, Digga. Stell dir mal vor, dass wir nie wissen. Alter! So erfahren die das niemals, Alter. Und dass ich meine Gameplays nur fake, ne? Ja. Gott sei Dank. Ey, Alter, würde das rauskommen, dass einer eigentlich mit deinem Namen spielt und ja, du das einfach nur so publik machst, Alter. Zum Glück wissen das die Leute nicht, Alter. Ah, ja, aber wegen den Halbbruder, wegen der Halbbrudergeschichte, ne? Ja. Ich glaube, du. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung wieso, aber Digga, mach dir mal keinen Stress, Alter, ohne Scheiß. Ja, ja. Ich war übelst am Schwitzen, wo ich das Video gesehen habe. Ohne Spaß, weil es hatte schon sehr viele Klicks und klar, die Leute haben das so Daumen runtergegeben und so weiter, weil die ja natürlich unsere Fans sind, aber trotzdem, Digga, das ist natürlich schon ein Warnschuss, muss man ehrlich sagen, ne? Ja, ja. Naja, oh. Digga, Ja. Gut, ich denke, ich fange jetzt an aufzunehmen. Wollen wir gleich ein Video machen? Ja, können wir machen. Okay. Können wir machen, ja. Aber wie gesagt, wir dürfen uns das echt nicht anmerken lassen, dass uns wirklich so eine Nachricht eigentlich so niederschlägt. Digga, ich nehme die ganze Zeit auf. Was? Nee, oder? Scheiße! Ey, dieses Video war fake. Muhahaha, du wurdest verarscht.